Gut, Tag, hier spricht sich der Euer Peter Game. So, nein, nachdem, dass ich mal das Ding geholt habe, gehen wir jetzt hoch, bringen wir ihm noch das Haus von den Bohrmaschinen. Und dann schauen wir mal, was wir dann noch so machen. Ja, das wird jetzt helfen. Vielleicht werden wir jetzt dann nächste Folge ein bisschen Rachezeuge machen, oder? Oder ein paar andere Missionen, das werden wir noch sehen. Aber man, wie wir hintergangen wurden vom eigenen Benutzer, vom Bruder von denen, das war schon heftig. Aber naja. So, schauen wir noch die Quest an. Ja, das war schon Zeit hier. Sind wir uns nicht schon? Nein, Thema nicht. So Leute, jetzt gehen wir mal hier rein in die gute Stube zum Alten. Gucken wir mal. Speichern wir sicherheitshalber. Jetzt können wir mit speichern. Immer besser zu speichern. Man weiß ja nie, was mal da passiert. Regelmäßig durch. Warte nur, die Hexenjäger kriegen die. Was treiben die da? Spiel. Zu groß geratene Kleinkinder, weißt du. Hast du Kinder, Geralt? Nein. Ach ja, Hexer sind ja steril. Na, starr mich nicht an. Sag mir, was dich herführt. Ich frage mich, wie du den Ophiri in eine Kröte verwandelt hast. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Allerweltsfluch war. Ist das Berufsinteresse oder stinknormale Neugier? Berufsinteresse. Die Information könnte mir noch nützlich sein. In der Zukunft? Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Wird man sehen. Also, gib es zu. Dir hat ein Magier geholfen, stimmt's? Ich gebe dir einen Tipp. Du bist hier nicht der Einzige, der Wünsche erfüllt. Odim hat den Ophiri verwandelt? Auf deinen Wunsch? Nein, das war ich allein. Aber du hast recht, es war kein gewöhnlicher Fluch, sondern ein im Zorn gesprochener Wunsch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er sich erfüllt. Mehr sage ich nicht. Okay, nicht das Säbel. So einen Säbel sehe ich zum ersten Mal. Woher stammt er? Ophir, er war ein Geschenk. Jeder schwachbrüstige Feigling kann sich eine Klinge an den Gürtel hängen und auf gefährlich machen. Aber mein Säbel ist ein Versprechen. Wenn ich ihn ziehe, rollen Köpfe. Schon sein Anblick vertreibt den Leuten die Lust auf ein Duell mit Olgierd von Evarek, dem berüchtigten Gesetzlosen. Mein Medaillon sagt, dass er magisch ist. Ach was, sagt es das? Eine bessere Waffe dürftest du noch nicht gesehen haben. Okay, Interesse Gesellschaft legst du, das ist ein Mega. Dein Trupp. Interessante Leute sind das. Interessant? So, gewöhnliche Zecher und Raufbolde allesamt. Wo hast du sie aufgetrieben? Manche sind schon seit Ewigkeiten bei mir. Andere fand ich unterwegs, wieder andere haben mich gefunden. Bei Gelagen aller Art sind sie jedenfalls gute Gesellschaft. Seit ich mit ihnen unterwegs bin, sind meine alten Gegner still wie die Mäuschen. Okay, Leute, aber jetzt können wir es ihnen die erste Forderung geben. Ich habe etwas für dich. Ich mag Geschenke, aber ich packe sie lieber alleine aus. Hey, Jungs, passt auf die Fässer auf. Ich gehe mit Geralt schwatzen. Komm. Okay, dann schauen wir mal. Besser. Also, was hast du für mich? Max Bausolis Haus, wie verlangt. Die Papiere, wo sind sie? Hab ich in der Schatzkammer gelassen. Du wolltest das Haus, du hast es.
Vom Inhalt hast du nichts gesagt. Kluges Kerlchen. Fast so gerissen wie Odin. Er picht darauf, andere lächerlich zu machen. Weißt du, was meine Leute und ich mit deinesgleichen machen? Weiß nicht. Eine Rechtsberatung suchen? Du könntest eine brauchen. Wir haben einen Vertrag olgiert, dessen Bedingungen ich erfüllt habe. Komplett. Nicht zufrieden? Dann hättest du dich präziser ausdrücken müssen. Ja, hätte ich wohl. Ich nehme an, du hast dich mit Horst geeinigt. Eine Schande. Er ist so ein Hurensohn. Sein Bruder Ewald war schlimmer. War? Horst hat ihn getötet, eigenhändig. Ein Fortschritt. Horsts Bruder. Wusstest du von ihm? Durchaus. Ewald war in bestimmten Kreisen berühmt. In welchen? In solchen, in denen edle Hexer selten verkehren. Er hat gegen Geld gemordet. Keine Fragen. Kein Wimpernzucken. Stets extravagant. Ohne seinen verdammten Nachnamen hätte ich ihn wohl ins Unternehmen geholt. Wozu brauchst du die Papiere denn? Um den Borsodis den Garaus zu machen. Ich habe von einer gewissen Klausel im Testament des alten Max erfahren. Darin steht, dass seine Söhne sich mindestens einmal jährlich zu Bellatine treffen und die Hände reichen müssen. Ansonsten muss das Auktionshaus versteigert werden. Der Erlös geht an das Wilmerius Hospital. Der Alte hat wohl geahnt, was passiert. Diese Papiere sollten in die richtigen Hände kommen. Borsodi wäre auf der Straße gelandet und das Hospital hätte genug Geld gehabt, Mittellose kostenlos zu behandeln. Wie edel von dir, dich so um Bedürftige zu sorgen. Die Bedürftigen sind mir scheißegal. Sollen sie mit der Stadt zusammenkrepieren. Ich wollte nur eins. Rache. Welches Problem hast du mit den Borsodis? Haben sie dich aus einer Auktion geworfen? Schlimmer. Sie haben mich aus meinem Haus geworfen. Willst du das wirklich wissen? Sonst hätte ich nicht gefragt. Frech wie eh und je. Meine Familie hat sich verschuldet. Schlechte Investition in ein Sägewerk, Ernteausfall, verlorener Prozess. Wenn es kommt, dann dicke. In ein paar Wochen wären wir wieder auf die Beine gekommen. Aber Horst Borsodi kaufte die Schuld und verlangte die sofortige Rückzahlung. Ich bettelte und flehte. Ich riss mir auf seiner Schwelle das Hemd auf. Es war vergebens. Ich war bei der Auktion und sah, wie parfümierte Wichser das Schwert meines Vaters kauften. Die Totenmaske meiner Mutter. Das Zaumzeug meines Bruders. Horst hat gut daran verdient. Dann wundern mich deine Animositäten nicht. Das war erst der Anfang. Die Eltern meiner Iris erfuhren vom Unglück meiner Familie. Und die Verlobung war futsch. Sie fanden einen anderen für sie. Aus Übersee. Ich dachte, ich muss sterben vor Zorn. Ging zur Taverne, trank eine Runde und noch eine. Ich prügelte mich und trank weiter. Und dann bat ich den Falschen um Hilfe. Und dann? Ah, was dann geschah, ist nichts als ein dampfender Haufen Scheiße, Hexer. Brauchst du noch was? Nein, glaube nicht. Ich gehe jetzt deinen Bruder unterhalten. Hals- und Beinbruch. Wörtlich. Oh Mann, Nomäre. Oben hätte vielleicht doch noch den Hole sollen. Oh Mann, hätte doch wahrscheinlich den machen müssen. Oh Mann, schau, das ist jetzt ein bisschen genug. So Leute, aber ich würde sagen, wir machen jetzt so ein paar Fragezeichen mal noch. Hexe.
Wir gucken noch ein bisschen in den Norden von der Stade. Guck Leute, hier sind noch ein paar Fragen. Die werden wir jetzt ein bisschen abklappern. Noch. Ein paar Fragezeichen werden wir jetzt abklappern, die endlich bis zu Ende der Folge. Und danach werden wir wieder ein paar Missionen machen, Leute. Mann, Alter, das ist traurig, Alter. Jetzt doch machen soll, Leute. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er die Papiere mitgenommen hätte. Hätte er seine Rache bekommen. Ja, Leute, hätte er seine Rache bekommen. So, Leute, schauen wir uns nur die paar Fragezeichen an. Wie viele wir machen, wann, ich kann sein, dass wir alle dann machen. Nicht. Wie schmeckt dir das Silber? Fehler war das hier. So Leute, schauen wir mal, was wir bekommen haben. Wow, das war ein schöner Meer. So Leute, jetzt wird nur wieder weitergekommen. So Leute, jetzt gehen wir zur nächsten Fragezeichen. Jetzt gehen wir als nächstes Fragezeichen ablaufen, oder? Mann, war das ein Match wieder, Leute, aber wir schaffen. Junge, Junge, was wir hier alles machen müssen. Nur so bin ich jetzt ein bisschen nicht so gut gewesen, Leute. Dass wir jetzt die sozusagen die Papiere dort gelassen haben.
So Leute, machen wir mal weiter. Alles doch, ist ja komplett ein. So Leute, gerettet. Das ist immer gut, ein paar Dörfler zu retten. Jetzt können wir das Dorf wieder aufbauen. Das ist gut, wenn wir aufbauen können. Ja, so ist wieder schön. Dann können wir ein Dorf aufbauen. Das sind halt immer so die Fragezeichen. So Leute, die nächste Frage bleiben. Speichern wir vorher erstmal. Das ist immer wichtig zu speichern noch. Lied will ich nur mal anhören, Leute. Mann, was für ein schönes Lied, Leute. Wann hast du zuletzt eine Frau gehabt? Oh, das war nicht so gut, Leute. Das Fragezeichen war nicht so gut. Oh ja, man, immer so lief. Und sonst aber macht es richtig Spaß, finde ich, Leute, ein bisschen rumzurennen. Das macht richtig Spaß, finde ich. Ah, mach mal. Mach ja so rennen. So ein bisschen rumzurennen, so ein bisschen Spaß haben, das ist immer so. Die Sprache zeige es wieder ein bisschen zu machen. Dann so wieder ein bisschen zu machen, ist ja immer wichtig. Die ganzen Sprachezeichen, also Szene haben wir ja noch ein paar sind ja noch ein bisschen zu machen. Und es geht ja dann. Die Frage zeigt, ja, das wird aber ein schwerer Kampf, glaube ich, mit denen. Oh ja. Da haben wir mal was für uns. Thank you.
Oh mein Gott, wir haben den. Oh Mann, die sind ziemlich schön. Aber Leute, ich denke, somit sagt euer Peter Game nach wieder. Tschüss. Bis dann und PC, bis demnächst.